Liebe Familien, liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Online-Krippenfeier. Schade, dass wir auch dieses Jahr nicht gemeinsam in der Kirche feiern können, aber schön, dass Sie nun zu Hause mit uns verbunden sind. Ganz besonders begrüße ich aber euch, liebe Kinder. Ihr habt auf den heutigen Tag schon lange gewartet. Jeden Tag habt ihr ein Türchen am Adventskalender geöffnet und jede Woche eine weitere Kerze am Adventskranz angezündet. Nun ist es soweit. Der geschmückte Christbaum und die Krippe sind aufgebaut, die Kerzen leuchten, es ist Weihnachten. So wollen wir in seinem Namen diese Feier, verbunden über das Internet, mit dem Kreuzzeichen beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, mach uns jetzt bereit für die Botschaft, dass dein Sohn in unsere Welt kommt. Er will uns nahe sein und uns helfen, in Güte und Liebe miteinander umzugehen. Mach uns offen, dass er in unserem Leben einen festen Platz einnehmen kann. Amen. Wir hören nun die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas, von Kindern gesprochen und mit Erzählfiguren dargestellt. Zuvor singen wir zur Begrüßung von Jesus in unserer Mitte das Halleluja. Mir geht's so gut. Ich freue mich so auf unsere Hochzeit. Das wird ein glücklicher Tag werden. Josef ist ein wunderbarer Mann und so herzensgut. Und wie geschickt er in seiner Arbeit ist. Ich fege ihm noch seine Werkstatt. Hier liegt sein Schreinerwerkzeug. Gerade hat er wieder einen schönen Stuhl für eine Kundin fertig gebaut. Die hat sich gefreut. Maria! Huch, wer ist da? Wer ist das? Da ist so ein Leuchten. Kann das ein Engel sein? Hier bei mir? Natürlich hatte Maria schon viel von Engeln gehört.
Sie wusste, dass Engel die Überbringer von besonders wichtigen Botschaften von Gott sind. Aber nie im Leben hätte sie gedacht, selbst einmal einen zu sehen. Maria, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat etwas Wunderbares mit dir vor. Du wirst ein Baby bekommen, ein ganz besonderes Baby. Sein Name soll Jesus sein. Er ist der König, den Gott euch seit langem versprochen hat, und Gott selber wird sein Vater sein. Aber das verstehe ich nicht. Gott wird sich um alles kümmern. Du weißt doch, dass für Gott nichts unmöglich ist. Denk nur an deine Cousine Elisabeth. Keiner glaubte noch daran, dass sie je ein Kind haben würde. Jetzt aber wird ihr Baby bald zur Welt kommen. Auch ihr Kind ist ein Teil von Gottes Plan. Dann ist es gut. Dann will ich gerne alles tun, was Gott von mir erwartet. Wenn Gott der Vater ist, will ich gerne die Mutter sein. Wo ist der Engel hin? Er ist verschwunden, so schnell wie er gekommen ist. Ist das alles gerade wirklich geschehen? Habe ich wirklich gerade mit einem Engel gesprochen? Ich muss mit jemandem darüber sprechen. Am besten, ich besuche Elisabeth. Wenn mich jemand verstehen kann, dann sie. Elisabeth, ich grüße dich. Hast du einen Moment Zeit für mich? Guten Tag, Maria. Natürlich habe ich Zeit für meine Cousine. Wie geht es dir? Eigentlich sehr gut, denn ich freue mich so auf meine Hochzeit mit Josef. Aber eben ist mir etwas ganz Seltsames passiert. Stell dir vor, ein Engel hat mich besucht und mir gesagt, dass ich ein Baby bekomme. Das ist ja verrückt. Auch mein Mann Zacharias wurde von einem Engel besucht. Und dieser Engel hat uns tatsächlich unser Baby angekündigt. Ist es nicht toll, dass Gott nun dich ausgewählt hat, damit du die Mutter unseres sehnsüchtiges erwartenden Königs wirst? Ja, da hast du so recht. Und mir wird gerade ganz heiß vor Freude. Hosianna, Halleluja, hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Hosianna, Halleluja, hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Inzwischen hat Gott auch Josef von Marias besonderem Baby erzählt und die beiden sind sehr glücklich darüber. Sie haben geheiratet und in Marias Bauch wächst ihr Baby. Da kommen eines Tages Boten des Kaisers Augustus in ihr Dorf. Auch Josef und Maria hören zu. Befehl des Kaisers Augustus! Hört alle her! Alle Menschen in seinem Reich sollen aufgeschrieben werden, damit alle ihre Steuern zahlen. Darum müssen alle in ihren Geburtsort gehen und sich dort aufschreiben lassen. Maria, das bedeutet, dass wir nach Bethlehem wandern müssen. Dort müssen wir uns eintragen lassen. Das wird anstrengend für dich, so kurz vor der Geburt. Ja, Josef, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir schaffen das schon. Was meinst du? Wie lange dauert die Reise? Es wird viele Tage dauern. Wir müssen gleich packen und losgehen, damit wir es noch schaffen, bevor das Baby kommt. Wir nehmen den Esel mit, auf dem kannst du reiten. Ich kann gut zu Fuß gehen. Ist gut, Josef, so machen wir es. Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig ankommen. Gott ist bei uns. Yeah.
Maria, schau, da vorne liegt Bethlehem. Wir haben es geschafft. Kannst du noch? Ja, es geht schon noch. Aber es ist jetzt bald soweit. Es ist gut, wenn wir jetzt einen Ort zum Schlafen und Ausruhen finden. Da ist das Stadttor. Jetzt sind wir da. Aber was ist das denn? Hier wimmelt es von Menschen. Wir kommen ja kaum durch. Lass uns trotzdem nach einer Herberge fragen. Irgendwo wird es für uns ein Bett geben. Da bin ich sicher. Schon so viele Menschen nach einer Unterkunft gefragt und niemand hat Platz für uns. Das ist doch zum Verzweifeln. Wir geben nicht auf, Josef. Wir finden schon noch etwas. Komm, lass uns da vorne noch fragen. Ja, ist gut. Ich gehe fragen. Maria, wir bekommen zwar kein Zimmer, aber wir dürfen dort hinten den Stall benutzen. Das ist doch etwas. Ja, immerhin ein Dach und warm ist es bei den Tieren auch. Das ist doch schön, Josef. Schau, hier können wir unsere Decken ausbreiten und unser Eselchen kann beim Ochsen stehen und bekommt zu fressen und zu trinken. Und hier aus dieser Futterkrippe mache ich ein Bettchen für unser Baby. Da ist es gemütlich. Jetzt kann es zur Welt kommen. Alles ist bereit. Gut, dann ruhen wir uns jetzt so lange im Stroh aus. Schlaf gut, Josef. Schlaf gut, Maria. Heute Nacht. Haben wir alle Schafe zusammen? Fehlt keins? Hast du alle gezählt? Ja, es sind alle da. Ich habe sie zweimal gezählt. Gut. Es sind alle im Pferch. Schau, wie sie sich aneinander kuscheln und friedlich schlafen. Und meine Flocke wärmt mich. Ja, und wir passen auf und beschützen sie vor den wilden Tieren. Gut, dass wir unser Feuer haben. Das vertreibt sie und leuchtet uns. Gerade heute Nacht brauchen wir es. Etwas ist so sonderbar. Da! Schaut mal! Das Licht! Was ist das? Das tut in den Augen weh. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch die schönste Nachricht, die je ein Mensch erhalten hat.
die rettende Nachricht für euch und für die ganze Welt. Heute wurde in der Stadt Bethlehem euer König geboren, den euch Gott versprochen hat. Lauft hin und seht selber nach. Ihr werdet ihn in einer Krippe finden. Was war das denn? Ich hab doch gesagt, dass heute Nacht etwas seltsam ist. Das waren Engel, oder? Ja. Richtige Engel? Ja. Kommt, wir wollen tun, was der Engel gesagt hat und das Kind, den neuen König, suchen. Die Schafe lassen wir hier. Sie werden heute Nacht ohne uns zurechtkommen. Gott beschützt sie. Aber meine Flocke nehme ich mit. Na gut, nimm sie mit und trag sie. Dann sind wir schneller wieder zurück. Kommt, lasst uns gleich losgehen. Du hast recht. Da vorne über dem Stall, da leuchtet ein Stern so hell. Ob sie da drin sind? Ich frage mal. Guten Abend. Ist hier der neue König geboren? So ist es. Kommt ruhig rein. Habt keine Angst. Wir sind richtig. Endlich haben wir es geschafft. Schaut, genau wie es der Engel gesagt hat, ein Kind in der Krippe. Der ist aber süß und schau nur die kleinen Händchen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Das ist Jesus, der Retter der Welt. Liebes Jesuskind, wir freuen uns so sehr, dass du zu uns gekommen bist. Wir können dir leider nichts schenken, aber wir wollen immer an dich denken. Danke, dass du endlich da bist. Thank you.
wir unsere Bitten vor dich. Du wurdest in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war. Wir bitten dich, steh allen bei, die auf der Flucht sind, die keine Heimat haben oder sich heute einsam fühlen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, bei deiner Geburt verkündigen Engel den Frieden. Wir bitten dich, lass Frieden werden auf der ganzen Welt. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Jesus, du bist das Licht für alle Menschen. Wir bitten dich, leuchte allen, die traurig, krank oder verzweifelt sind, und schenk ihnen Hoffnung und Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ganz besonders beten wir für alle Menschen, die an Corona erkrankt sind oder einen lieben Menschen durch Corona verloren haben. Gib ihnen Kraft und Zuversicht, ihren Weg weitergehen zu können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Guter Gott, wir wissen, du hörst unsere Bitten und bist uns nahe durch deinen Sohn Jesus Christus, der heute in die Welt gekommen ist. Amen. Alle unsere persönlichen Bitten finden ihren Ausdruck in unserem gemeinsamen Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Jesus geboren wurde, erschienen den Hirten in der Nacht Engel und verkündeten den Frieden auf Erden. Frieden fängt auch im Kleinen an, hier bei uns, bei Ihnen und euch zu Hause. Als Zeichen dafür schenken wir uns ein Lächeln, oder Sie zu Hause dürfen sich auch gerne die Hände reichen oder sich in den Arm nehmen. So bitten wir, schenke uns und der ganzen Welt den Frieden, der vom Licht der Weihnachtsfeste ausgeht. Der Friede des neugeborenen Herrn begleite uns alle Zeit. Amen. Weihnachten ist wie ein Licht in dunkler Nacht. Dafür danken wir dir, Herr unser Gott. Wir freuen uns auf die Geschenke, die wir bekommen. Wir wollen aber das größte Geschenk nicht vergessen, das du uns gemacht hast. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Hilf uns, dass dieses Geschenk unser Leben verändert und dass wir viele andere an unserer Freude über die Geburt Jesu teilhaben lassen. Amen. Ein Zeichen, dass wir andere an unserer Freude teilhaben lassen wollen, kann die heutige Weihnachtskollekte sein, die für die Aktion Adveniat für Menschen in Not in Lateinamerika bestimmt ist. Wenn Sie nach dem Gottesdienst in die Pauluskirche kommen, können Sie Ihre Gabe in die aufgestellten Körbchen am Eingang legen. Am Ende unserer Krippenfeier möchte ich allen Mitwirkenden, vor allem dem KIGO-Team und den Kindern, ein herzliches Dankeschön sagen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam die Weihnachtsfreude in Ihr Wohnzimmer zu Hause bringen konnten. Vielen Dank. Anfang des kommenden Jahres werden die Sternsinger wieder von Haus zu Haus ziehen. Wer bisher noch nicht besucht wurde und sich darüber freuen würde, kann sich über die Homepage der Gemeinde weiter informieren und per Mail oder über das Pfarrbüro anmelden. Alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder dem Gemeindeblatt Aktuell, das im Foyer ausliegt.
Zum Schluss möchte ich Sie herzlich einladen, jetzt nach der Krippenfeier gemeinsam als Familie in die St. Pauluskirche zu kommen, um die Krippe und den leuchtenden Christbaum zu bestaunen. Und für euch Kinder liegt noch eine kleine Überraschung bereit. Die Kirche ist bis 18 Uhr geöffnet. Ein Ordnerdienst sorgt für die nötigen Abstände und dafür, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Kirche sind. Ihnen allen wünsche ich nun von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir bitten um Gottes Segen. Guter Gott, wir haben heute gefeiert, dass dein Sohn Jesus als kleines Baby in unsere Welt gekommen ist, um zu zeigen, dass nicht Macht und Herrschaft, sondern Liebe die Welt verändern kann. Hilf uns, dass wir mit dazu beitragen, dass die Welt durch die Liebe menschlicher und gerechter werden kann. Gerade in diesen schweren Zeiten der Pandemie sei du uns nahe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der heute geboren ist. Amen. So segne und behüte uns der gute und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.